zu sagen. Violäne, zieht euch zurück. Es ist noch tiefe Nacht und wir sind hier allein beisammen. Ihr wisst, ich bin kein so ganz zuverlässiger Mensch. Mir ist nicht bang vor euch, Baumeister. Mit mir kommt man keineswegs nach Begehren zum Ziel. Ihr müsst mir verzeihen. Warum kam ich hier? Ihr seid Violäne, die einzige Frau, die ich jemals berührt. Der Teufel griff mich mit einmal an. Er weiß die Gelegenheit auszunutzen. Doch ihr fandet mich stärker als ihn. Ich bin jetzt noch weit gefährlicher als damals. Schon meine Nähe ist unheilvoll. Ich verstehe euch nicht. Seite die gräuliche Krankheit. Eine Krankheit, sagt ihr? Welche Krankheit? Den echten Aussatz, von dem das Buch Mose redet. Aussatz? Was ist das? Habt ihr niemals gehört von jener Frau, die ganz allein in den Schluchten der Ache gelebt, verschleiert von Kopf zu Fuß und in den Händen eine Klappe. Diese Krankheit, meint ihr? Sie ist also beschaffen, dass den ihre ganzen Bosheit von ihr ergriffene
sogleich muss entfernt werden, denn kein lebendiger Mensch ist so gesund, dass sie nicht könnte Aussatz ergreifen. Mein Leiden noch verdeckt. Auch ward mir hier eine Aufgabe, Marienbergs Tor auszuschmücken, und danach kehr ich zurück nach Speyer. In dem Hof zu diesem Dienst bereit. Die Mut liebt den Schlaf, gab gern den Schlüssel mit. Will sie nicht Furcht, nicht Abscheu vor dem Aussätzigen? Gott ist mit mir, er wird mich schützen. So gebt doch mir den Schlüssel. Schatten vom Paradies. Peter von Sohn, wer
ergriffen und krank seid, sondern wie einen Gesunden, wie meinen Freund Peter, will ich euch lieben und in Achtung halten, dieses sei euch gesagt und etwas fragen. Ist es wahr, dass ihr eine große Kathedrale baut und dass die Frauen ihr Geschmeide zum Aufbau spenden? So ist es, schon haben wir einen Haufen Gold und Juden drumherum wie die Fliegen. Was ist das für ein Ring? Jakobus, komm in mir im Gehör.
Vorsicht wie die letzte Seite in einem Bilderbuch. O Frau, jetzt ist seit unserer Hochzeit ein Monat vorbei. Und jedes seiner Tage gilt eines vollen Jahres Dauer und lange weißt du mir unfrucht. Gleich wie ein Baum, der nichts als Schatten gibt. Und eines Tages wurde mir eine des anderen ansichtig und in der Mitte unseres Lebens. Wir haben keinen Knaben. Jakobäus. Nun. Er soll Violäne haben. Er sei mir anstelle des fehlenden Sohnes. Er ist ein aufrecht entschlossener Mann. Durch mich hat er alles kennengelernt. Das Getreide, die Tiere, die Leute. Und ich sah ihn Mann werden und wie der Bart ihm keimte. Sprechen, sondern nachdenklich und gleich einem Boden, der jedes Korn annimmt, was schlecht ist, fast nicht nutze. Was nahe ist, das wächst in ihm. Ja, gewiss, so ist es gut. So geh ich ihn zu holen. Wie ihn holen? Andreas, hör mir ein wenig zu. Ich fürchte. Nun. Mara schläft diesen Winter bei mir, weil du krank warst. Und wir plauderten des Abends so manches in unseren Betten. Nun. Violäne ist freilich die Ältere. Was weiter? Mara, du kennst ihren Starrsinn. Wenn sie sich nun vornimmt, Jakobäus sollte ihr Mann sein. Sie ist fest wie Eisen. Dummheiten, nichts wie Dummheiten. Schwätzt so manches. Ich bin entschlossen.
Jakobäus heiratet Violäne. Schon gut, er wird sie also heiraten. Und jetzt, meine arme Frau, muss ich dir etwas sagen. Ich habe eine Reise vor. Du, eine Reise, du willst auf Reisen gehen, mein alter Mann. Deshalb müssen Jakobäus und Violäne heiraten, so rasch als möglich. Mein Gott, du reisest ab. Und wohin willst du reisen? Da in unser... Zuhofe. Weit als Hofe. In die Stadt zum Gegenkönig. Zum König der Könige.
nicht geblieben ist, außer ein Grabstein, all diese Steine.
Wiederhole mir bloß, was ich dir gesagt habe. Sag ihr, dass ich mich töten werde. Hast du mich verstanden? Glaubst du, dass ich nicht imstande bin? Wahrhaft in Gott, so geh, Armkopf. Was erzählst du mir da? Wort für Wort so. Diesmal fasst ich ihn auf frische Tat und den Spaten in der Hand und geben ihm ein Bund, der euch so lieben jungen Pappeln. Warum ist er nicht zu mir gekommen? Ich hätte ihm so viel Holz gegeben, als er nötig hat. Ein Peitschenspiel hat er nötig, das ist nicht Not. Das ist schwarze Bosheit, aber diese Gauner. Mit einem Taschenmesser schneide ich ihm die Ohren ab. Da bin ich nun schwach und müde des Beschützens. Solang der Baum in Blüte steht, muss er betreut werden. Handeln, wie du willst. Denn von nun an wirst du statt Peile übers Schallhof gebieten. Was sagt ihr da? Ihr bietet nach Jerusalem. Jerusalem. Es ist bald und zugleich mach ich mich auf. Des Flugs entblöse der Wirt das Brot, was nur verlangen ein Strug. Gott selbst versorge mit Speise alle Geschöpfe, die Tiere, die Menschen, den Geist, den Leib und die unsterblichen Seelen. Ihr Mägde, Nächte blickt her, hier steht der Sohn meiner Wahl, steht Jakobäus. Ich geh von dannen, er aber bleibt. Ihm sollt ihr gehorchen. Eure Tochter, eure... Ja,
soweit das mir gehört, sollst du es haben. Aber wer weiß, ob sie mich will? Wer es weiß? Hier stimmt ein Violine. Der Vater will es. Und ihr wollt es auch. Oh, schönes erledigt. Was meinst du, Mutter, dazu? Ich bin's zufrieden. Kinder, ich werde nicht bei eurer Hochzeit sein. Sogleich! Wie, Vater, wie wir noch verheiratet sind! Es muss so sein! Ihr geht fort! Ich schäme dich länger! Ich bin mir gefragt! Bring mir den Ranzen! Bring mir den Mantel! Zum ersten Mal scheid ich von dir, Schallhof, hoher Wohnsitz, wach wohl über allen. Setzt euch zu Tisch, ein letztes Mal, ich selbst das Brot euch austeilen. am wenigsten erwartet.
Bett. Liebt hoch, Mara, sei gut. Liebt hoch, Vater. Was ist denn, mein Kindchen? Du tauscht für den Vater den Gatten. Meinen Schritt auf der Straße. Schön, Violette, wie schön die Welt, wo jeder.
Geheimnis.
bedeuten diese fremden Worte, diese zarten, diese bittren? Oh,
Stein standest du näher, diesem Ritten Mauer, der selbst verfault. Meint ihr Meister Peter von Wolf? Von ihm sprech ich und seinem Kuss. Geglaubt. Mara sagt immer die Wahrheit. So ist es also wahr, was sie ihn geküsst. Es ist wahr. O Verdammte, haben die Flammen der Hölle so viel Reiz, dass sie mein Lebzeit auf sie auskosten wollt. So nicht, dass dieser Mensch dich besessen hat. Fertig! Der König kann kommen. Er kann gleich kommen. Wir haben unsere Sache geschafft. Das freut mich ganz ausnehmend. Auf das allesamt zugegriffen haben, so viel ihrer sind. Die Männer, die Frauen und gar die lieben Kinderlein.
Die Gauner von Krautingen, die haben's nicht mit uns aufnehmen können. Was die alles vergessen haben, Haare, Zahnstumpfen, den ganzen Mist haben's hinten liegen lassen. Vox clamantis in deserto, arate vias domini, et irunt brava indirecta, et aspera in vias planas. Es ist wahr, ihr habt brav gearbeitet. Seid beglückwünscht, ihr lieben Leut. Das ist wie die Straße am frohen Leichnamstage. Und wer, ihr Herren, sind diese beiden anmutigen und verehrungswürdigen Gestalten? Sind sie nicht fein? Vinzenz, der alte Saufbold, hat sie zum Rechtgericht. Er sagt, es sei der Sultan von Ägypten. Und seine Frau, ach wie schön. Meiner Seel, ich dacht beinahe, es wären die Riesen Gog und Magog. Es sind die beiden Engel von Rotenstein. Die wollen ihre König Lichterloh grüßen, wenn er vorbeikommt. Horcht! Horcht! Oh nein, das ist er noch lang nicht. Er kommt nicht vor Mitternacht. Er hat in Kitzau zu Abend gegessen. Hast du zu essen, Peterle? Ich habe nur noch ein Stück Brot und das ist schon ganz hart gefroren. Keine Angst nicht. Ein Viertel Schwein steckt im Kessel und das erlegte Reh. Und da sind Äpfel und ein Fässchen Pfälzerwein. Das nenne ich mir ein Weihnachtsfest. Weihnacht, tralala, Weihnacht, tralala. Ja, die schöne Weihnacht ist da. Der Starmatz friert, der Starmatz friert. Morgen früh wird der König in Speyer sein. Die zwei Glocken des Münsters, Berthold und Bertha, stimmen das Gloria um Mitternacht an. Und bis zum hohen Einzug der Fürsten soll ihr Bimbam Bimbam nicht enden. Ziehen ihm entgegen, der Erzbischof im Waldornat. Alle Rufen, Ehre sei Gott in der Höhe. Der König wird vom Pferde steigen, auf einem Esel in die Stadt einreiten, gleich wie der Heiland. Warum seid ihr nicht in Speyer geblieben? Meister Peter von Ulm hat mich hergeschickt. Ich soll Sand holen. Was? Hat er jetzt keine anderen Sorgen? Er sagt, die Zeit ist kurz. Wie kann er sie besser anwenden, als wenn er diesen Weg hier baut, wie wir anderen? Er sagt, sein Geschäft ist nicht, Wege für den König zu bereiten, sondern ein Haus für Gott. Nicht mal mit seinem Münster kommt er zustande. Schon ein Jahrzehnt werkelt er daran herum. Alles steinerne steht, nur die Turmspitze soll noch weiter wachsen bis in den Himmel hinauf. Die ganze Arbeit ruht. Der Meister müht sich an den Fenstern. Drum schickt er mich her um Sand. Denn er will,
dass das Münster von Speyer leuchte wie das Morgenrot am Tage der ewigen Hochzeit. Es heißt, Peter von Ulm sei aussätzig? Das ist erlogen. Im letzten Sommer sah ich ihn ganz nackt im Main vor Würzburg baden. Ich kann es bezeugen, sein Fleisch ist so rein wie das eines Kindes. Immerhin seltsam. Warum hielt er sich so lange verborgen? Lügenwerk! Ihr braucht euch nicht zu erregen, junger Mann. Es gilt gleich, ob er an seinem Leibe krank ist. Wirkt er doch nicht mit seinem Leibe. Wirf ein Scheit Holz ins Feuer, Peterle. Es fängt schon wieder an zu schneien. Sind das die Leute von Rotenstein? Das sind wir. Gelobt sei Jesus Christus. Amen. Ist hier bei euch die Siedlung von Acht? Wo die Aussätzige wohnt. Nicht eben bei uns, aber ganz in der Nähe. Ihr wollt wohl die Aussätzige sehen? Ja. Man kann sie leider nicht sehen. Sie trägt immer einen Schleier vorm Gesicht. Genau nach der Vorschrift. Und nach einer vernünftigen Vorschrift. Ich zum Beispiel hätte gar keine Lust, sie anzuschauen. Ist sie schon lang bei euch? Geschlagene 8 Jahre lang. Und wie gerne möchten wir sie los sein. Hat sie das nicht, aber es ist doch verdrießlich, dergleichen Ungeziefer in der Nähe zu haben. Und dann fällt sie der Gemeinde zur Last. Richtig, wir haben ihr 3 Tage nicht zu essen gebracht. Mir scheint, ihr habt ein Kind im Arm. Bei so einer Kälte schleppt man doch die Bäger nicht draußen herum. Und noch dazu in dass man so ein Gezücht auch noch aufpäppeln muss. Wirf ihr was zu essen hin, aber lass das Aas nicht heran. Im Handumdrehen könnt's einen anstecken. Nur kein Fleisch, Peter. Denn nur wer lange fastet, lebt auch lange. Schmeiß hier ein Trumm Brot hin. Es ist zwar wie ein Eisklumpen, aber gut genug für Sie. Hoppla, du Nachgesicht, hoppla, Kaprinchen, hör mich, du noch etwas, noch etwas. Was habt ihr vor?
Schritte, mit den Schritten der Aussätzigen zu vermengen wagt. Thank you.
ich übergebe sie dir. Was soll ich mit ihr beginnen? Was du mit ihr beginnen sollst, verstehst du mich denn nicht? Ich sage dir doch, dass sie tot ist, tot! Leben zurück. Na, was sagst du? Was versprichst du?
zu schneien aufgehört und die Sterne glänzen. Schau, siehst du das Buch? Ja, ein Priester gab es mir. Thank you.
habe sie umgebracht. Ich nahm sie bei der Hand und ließ sie in die Grube fallen und stürzte auf sie den vollbeladenen Karren. Jakobäus dachte noch immer an sie. Das Haus leer, dass alle Türen offen stehen. Ich erkenne die alte Halle. Nichts ist verändert. Hier der Tisch, hier die Feuerstätte, hier die Decke. Im wetterfesten Gehäck. Prost dir, Haus! Ich bin es, dein Herr ist heimgekehrt. Thank you.
Keine Violäne, kratzt euch doch eure Reuter gegenseitig vom Leib, ihr Aussätzigen, ihr. Ich bin nicht mehr aussätzig. Ich bin seit langem geheilt. Geheilt, das Leiden zog sich Jahr für Jahr zurück. Und ward wieder gesund, und die da wird sie auch bald gesund sein. Ihr seid aussätziger als sie und ich. Nicht wahr, sie hat euch geküsst, leider. Das arme sie kommt wieder zu sich. Ich lass euch mit ihr allein.
einzigen Küssen. Thank you.
Nicht hier darf eine Aussätzige sterben. Nicht hier! Nein! Ihr dürft mich nicht anrühren. Ruft Peter von Hohl. Aussätzig war er, doch ihm heilte Gott. Ich thank you.
Kron ist er.